Hey Leute, ich bin's Phil und heute ist es mal wieder meine Aufgabe, aus einem Gefängnis auszubrechen. Ich starte hier zu Anfang mal in einer kleinen Lobby und hier gibt's erstmal ein bisschen Essen, das ich mir mitnehmen kann. Und hier auch noch ein Level Guide. Und ich würde sagen, Leute, ich rede gar nicht lang drum rum, ich kann gleich mal die Map starten. Es gibt verschiedene Aufgaben, die ich halt lösen muss. Parcours, ein Labyrinth, vielleicht auch ein paar Rätsel, die ich lösen muss, um halt eben aus dem Gefängnis auszubrechen. Und ja, hier ist der Startknopf, da kann ich draufklicken. In einer Sekunde geht's los. Und da muss ich mich jetzt, was muss ich ja machen? Login. Ich muss mich einloggen. Match found. Welcome Prisoner X05. Okay, ich muss mich quasi ins Gefängnis einloggen. Und ich bin der Gefangene X05. Das hat alles gut geklappt. Und das ist anscheinend meine Zelle hier. Oder doch nicht? Prisoner X01. Moment, wo war ich jetzt hier am Anfang? Ja, das ist meine Zelle, aber hier bin ich schon mal ausgebrochen, glaube ich. Aber Leute, auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von solchen Maps, Ausbruchmaps sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal jetzt gerne machen. Lunchroom, das hört sich doch schon mal gut an. Wie komme ich hier weiter? Ich glaube mal, da bin ich doch schon mal vielleicht richtig. Stuff only, da darf ich nicht lang. Aber ich glaube mal, ich habe schon Hebel gefunden und da laufe ich dann doch am besten mal hoch. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wo bin ich jetzt? Restart System. Was passiert hier genau? Ich habe was aktiviert. Das System neu gestartet. G3 hat sich geöffnet und das hat sich... Ja, das hat sich angehört, als ob das hier ist. Da steht G3. Access. Den habe ich mir jetzt auch verschafft. Ja, den Access. Da steht Virus Critical. No Entry. Ich darf hier also nicht rein. Und hier gibt es aber ein kleines Jump'n'Run. Das werde ich gleich mal machen. Hier sind zufällig Blätter schon so zugewachsen. Hier war anscheinend lange nicht mehr keiner mehr, dass ich hier einfach so lang springen kann. Das ist ja nett von den Blättern. Aber da geht es erstmal in zwei Richtungen. Ich laufe jetzt erstmal den Weg entlang. Ah ne, okay, es geht doch nur in eine. Ich hätte gedacht, vielleicht von hier auf den Block wäre vielleicht beides gegangen. So, da geht es dann weiter, da lang, dann hier um die Ecke und jetzt habe ich es auch gleich geschafft, da nach oben und ich höre irgendwo einen Zombie und da geht es jetzt, Port G6 ist es hier und zum zweiten Stock. Okay, das ging jetzt schnell, der Aufzug. Was habe ich hier? Eine Weakness Potion und Instant Damage. Hier ist auch alles noch verwachsen. Was kann ich jetzt hier genau machen? Ah, okay, ich muss nochmal weiter nach oben springen. Da geht's nicht weiter. Komme ich von da? Ne, Moment, okay, das ist die andere Seite, klar. Von hier komme ich nicht, von dem Aufzug da. Aber wo geht's jetzt lang? Hier hätte ich, glaube ich, mal lang springen müssen, um die Potions zu holen. Oder, ah ne, da geht's lang. Port G7. Ja, ich bin jetzt ein kleines Stückchen weitergekommen. Und was ist jetzt hier die Aufgabe? Hier ist noch nichts. Ich habe leider kein Minecart. Port closed. Okay, Mine Transit. Also ich brauche hier vielleicht eine Lore oder irgendwas, um das aufzumachen. Aber was genau? Da habe ich irgendwas übersehen, Leute. Hier dazwischen. Ja, da ist eine Lore, habe ich doch gedacht. Hier muss ich rein. Und ich glaube mal, hier muss ich jetzt wieder raus. Port K07 oder KO7. Construction Seized. Komm, die nehme ich jetzt am besten mal mit. So, vielleicht kann ich die noch gebrauchen. Dann geht's hier weiter. Wanted Airflow. Okay, ich glaube mal, da kann ich gleich mal mit der Luft. Oh, das ist ein umgekehrter Dropper nach oben fliegen. Und hier ist dann wieder ein Spawn. Oder was bedeutet das? Ist es ein Spawnpoint? Ich hoffe mal, falls ich jetzt hier gleich sterben werde. Ich glaube, die Lücke sieht doch gut aus. Kann ich gleich mal draufdrücken. Ja. Und das klappt doch schon mal ganz gut. Ja, das war jetzt echt nicht so schwer. Okay, ich sag mal nichts. Es ist eigentlich, glaube ich, nicht so schwer, aber ich bin nicht ganz hochgekommen. Und jetzt gleich wieder nach oben. Jetzt müsste ich es aber easy schaffen. Jawohl, das hat gut gereicht. Und jetzt komme ich in ein Port Office, in ein Büro. Da geht es nicht weiter. Allgemein, das Gefängnis, es sieht noch nicht mal aus wie ein Gefängnis, aber ich bin anscheinend in einem drin. Warum auch immer das hier so modern aussieht. Außer da eine Raum da vorne, der so ein bisschen verwachsen war. Aber ich glaube mal, da kann ich jetzt gleich mal wieder nach oben schwimmen. In den nächsten Stock. Was gibt's jetzt hier? Access Office. Code not released. Ich brauche also irgendein Code, um
glaube ich, mal darunter zu schwimmen. Anders ist es nicht machbar. Nur den in der Mitte vielleicht. Auch nicht. Jetzt hat sich was getan. Ich habe irgendeinen Pisten gehört. Also zwei nach oben, einer nach unten. Und jetzt ist es weggegangen. Okay, und wenn ich den jetzt wieder aktiviere, dann kommt auch gleich das Wasser wieder. Schaffe ich es noch nach unten? Ne, das wird instant aktiviert. Aber jetzt kann ich nach unten schwimmen. Das geht ganz easy. Jawohl, und jetzt bin ich weitergekommen. So, was habe ich jetzt hier? Water Breathing. Ich muss also ein bisschen unter Wasser atmen. Kann ich gleich mal eine trinken? Ja. Und jetzt gleich mal eintauchen in eine Unterwasserwelt. Was hat hier ein Gefängnis alles zu bieten? Da geht's nicht lang. Also ein bisschen schwieriger wäre es sogar, wenn ich keine Potion hätte. Müsste man erstmal ganz schnell rausfinden, wo der Weg ist. Aber ich habe ihn schon. Und nein, jetzt gibt es hier ein Unterwasserlabyrinth. Da geht schon mal nicht lang. Hier, glaube ich mal, habe ich aber direkt den richtigen Weg gefunden. Links oder rechts? Wofür entscheide ich mich? Komm, ich gehe mal den Weg entlang. Ja, da war nicht richtig. Hier. Moment. Ja, jetzt bin ich hinter einem Gitter rausgekommen. Das war also doch richtig. Und da ist ein Hebel. Vielleicht komme ich jetzt schon raus. Ah, nee, okay, Moment. Ich habe einen Hebel aktiviert. Der war hinter dem Gitter. Und ich glaube mal, hinter dem anderen Gitter ist nochmal ein Hebel. Und hier geht es dann tatsächlich nochmal einen anderen Weg lang. Das sieht doch mal ganz richtig aus hier vielleicht. Ja, das ist tatsächlich direkt der richtige Weg gewesen. Und Moment. Okay, da ist gar kein Hebel mehr. Hier gibt es direkt einen Ausgang. Den nehme ich natürlich gerne mit. Vielleicht musste ich den Hebel aktivieren, dass ich da erstmal irgendwas geöffnet bekommen habe. Und Warning, Point of Breakout. Also hier komme ich, glaube ich, mal gleich raus. Aber es ist sehr gefährlich, stand da gerade. Also muss ich gut aufpassen. Also wo geht's lang? Hier gibt es viele Slime-Blocks, aber ich glaube mal, ich kann auf keinen oder ich muss auf keinen Slime-Block springen. Ist hier aber ein bisschen um die Ecke. Und jetzt geht es hier in einen Höhleneingang. Do not enter. Aber es gibt keinen anderen Weg. Also muss ich da rein. Und ich dachte, es ist erst wieder unter Wasser, aber es ist echt eine richtige Höhle. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will nicht verbrennen. Bandit Camp, stay out. Also hier sind irgendwo Banditen. Warum sind hier Banditen, wenn man noch nicht mal richtig ausgebrochen ist aus dem Gefängnis? Da gibt es sogar ein Tagebuch, was sie geschrieben haben. Exit Passcode required. Ich brauche also irgendwie ein Passwort. Throw Passcode and access will grant. Moment, ein Passcode. Ich brauche also irgendwie ein Passwort. Wo ist aber ein Passwort, bitte? Oder ich kann das, glaube ich, noch... Moment, da ist was. Da war gerade ein Papier. Ist das das Passwort? Ja, da ist gerade was rausgekommen. Ich glaube mal, das soll das Passwort sein. Ich weiß nicht, wie ich das geöffnet habe oder bekommen habe, aber das droppe ich mal hier rein. Ja, und die Tür hat sich tatsächlich geöffnet. Und hier geht es dann nochmal weiter. Das Gefängnis ist... Also es gibt doch schon ein paar Ausbruchswege. Da ist es aber verschlossen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Jetzt geht es hier nach oben. Ne, nur nach unten. Nach links und nach rechts. Wo geht's jetzt hier lang? Es geht da nach oben. Hier komme ich nochmal woanders raus. Leute, ich habe... Okay, ein Knopf ist hier. Wo geht's jetzt lang? Ich bin aber nicht mehr im Gefängnis drin, hoffe ich. Also jetzt so langsam wird's ein bisschen... Da höre ich die ganze Zeit die Pistons. Bisschen kompliziert. Muss ich da jetzt genau reinstehen und mich hochfahren lassen. Ja, das ist einfach so ein... So ein Aufzug habe ich... Und ich sehe etwas komisch aus. Noch nie gesehen. Hier geht's nochmal weiter. Checkpoint. Ich habe einen Checkpoint also bekommen. Ich glaube mal, ich fahre jetzt wieder mit dem... Nee, kein Aufzug, aber so wieder nach unten. Cleaning Station. Da werde ich jetzt wieder... Da wird, glaube ich, mal geachtet, dass ich hier drauf geachtet, dass ich kein Virus habe. Wo komme ich endlich aus dem Gefängnis raus? So, das wurde jetzt alles untersucht. Main Lobby. Für was soll ich mich jetzt entscheiden? Okay, Waiting Area. Da gibt es nur einen Warteraum. Ich muss also hier in die Lobby rein. Virus. Da steht eine kleine Karte. Okay, der Doktor dazu. Was hat es jetzt hier auf sich? Ich bin eigentlich gesund. Aber was muss ich machen? Ja, ich muss jetzt, glaube ich, mal kontaminiert werden. Da geht's weiter. Okay, da sind ganz viele Zombies. Ich brauche 15...
verrottetes das Fleisch, um hier rauszukommen. Das ist etwas viel und vor allem, ich habe noch nicht mal eine Waffe. Die haben alle noch ein bisschen Rüstung an. Wie soll ich das denn bekommen? Und ich komme leider nicht mehr. Wir werden jetzt alle da reingelassen. Ich komme leider nicht mehr weg hier. Ich jogge mal 15 da rein. Und wo hat sich was aufgefahren? Hier, da ist ein Villager. Trapped. Das ist ein Gefangener. Gefangener vor. Oh, da geht's lang. Okay, Moment. So, die Tür schließt sich zum Glück. So muss es auch sein. Und jetzt gibt's noch mal ein kleines Labyrinth. Da geht's noch mal weiter. Und ich glaube mal, ich bin jetzt endlich woanders. Also ich muss durch viele verschiedene Türen durchlaufen, dass ich hier reinkomme. Turn back now. Ich kann nicht mehr zurück. Hier sind Blutspuren. Ich sagte, geh zurück. It's not safe. Es ist nicht sicher. Aber ich will hier endlich raus. Und ich will ausbrechen. Also let's go. Ich will, auch wenn es nicht sicher ist, gehe ich da einfach mal durch. Da ist ein Wither-Kopf. Der hat mir nichts gemacht. Milk Bucket Mining Tool. Das kann Erde abbauen. Ich muss mich, glaube ich, oder ich kann mich jetzt endlich freischaufeln aus dem Gefängnis. Ja, ich bin wieder wo rausgekommen. Extreme, do not enter. Da ist jetzt wieder ein infizierter Raum. Da ist der Lagerraum. Eine Schere, die kann Eisen. Okay, ich glaube mal, das war's dazu. Die kann Eisengitter zerstören. Und da kann ich jetzt, glaube ich, mal in den giftigen Raum laufen. Can break oak planks. Instant damage. Da gibt es also auch noch so ein paar Sachen drin, die ich vielleicht gebrauchen kann. Und mit der Potion kann ich jetzt ernsthaft. Na gut, ist auch mal eine Idee. Ein bisschen versteckt. Das Holz abbauen, damit ich weiterkomme. Kit Selection. Fighter Kit, Tank Kit. Ich nehme mal das Fighter Kit. Das sieht doch ganz gut aus. Ein Dia-Schwert. Tank Kit hat sich auch gut angehört. Aber ich glaube mal, ja, ich muss drauf vorbereitet werden. Jetzt geht's in einen Kampf. Oh, und da. Das ist einfach ein Doktor und der wurde infiziert. Moment, ich habe ja gar keine Potions mehr. Die darf ich alle gar nicht behalten. Das war jetzt sogar ein bisschen schwierig. Der hat auch Dorn auf der Rüstung. Ja, ich bekomme manchmal ab und zu Schaden. Der läuft jetzt hier raus. Und ich habe es geschafft. Zieht euch die Rüstung rein, die ist echt krass. Dorn 3. Auf jedem, ja, auf jedem Rüstungsteil. Und jetzt, glaube ich mal, kann ich endlich weiter. Und das ist das Virus. Das kann ich mir, das kann ich da reindroppen. Ah ne, Moment, das, okay, das ist das Falsche. Das ist das Virus. Da geht's weiter. Und Exit. Ich glaube mal, hier kann ich endlich rauslaufen. Das ist ein schöner Ausgang für ein Gefängnis oder für ein Labor, wo irgendwie ein paar Leute infiziert wurden, auch der Doktor. Ja, und ich habe es endlich geschafft, aus meinem Zellenblock auszubrechen. Krass, also das war echt eine coole Gefängnismap mit vielen verschiedenen Aufgaben. Also, dass ich so viel machen musste, hätte ich nicht gedacht. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal gerne machen. Und ansonsten könnt ihr auch noch alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken. Instagram, Snapchat, alle Links dazu sind unten verlinkt. Könnt ihr mir gerne folgen. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao.